Ja, und herzlich willkommen. Wir machen hier weiter auf der Hamburger Klimawoche mit unserem nächsten Panel Mehr Lebensqualität, gut fürs Klima, die Mobilität der Zukunft. Begrüßen Sie mit einem kräftigen Applaus Dr. Axel Friedrich, Verkehrsberater, früher war er im Umweltbundesamt, und damit übergebe ich die Moderation. Axel, herzlich willkommen. Und ja, vielen Dank. Ich bin ein bisschen erstaunt über die Zahl der Menschen. Eigentlich, wenn ich sowas erzähle, kommen da 1.000, 2.000. So ein Thema, was euch alle angeht. Jeden Bürger Hamburgs, jeden Bürger von jeder Stadt Europas. Wieso haben die Menschen an dem Thema kein Interesse? Ich habe es auch gesehen bei den ganzen Diskussionen, der sogenannten Triaden oder was? Nee, sowas Ähnliches. Hat praktisch keiner vom Verkehr gesprochen, keiner von Mobilität gesprochen. Obwohl es das Zukunftsthema ist, was uns alle betrifft. Und das wollen wir hier mal diskutieren. Wir haben hier zwei Gäste, den Hausherrn fast schon, würde ich sagen, aus Hamburg, den Senator für Verkehr und Umwelt, und dann noch die schon eben gesehene Verkehrsmobilitätsforscherin. Und wir haben noch ferngeschaltet Herrn Jürgen Recht, den Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Der hatte Vorstandssitzung und war nicht befreit worden. Also von der Seite gibt es für ihn Entschuldigung, aber er hat sich zuschalten lassen. Hallo Jürgen. Hörst du uns? Hallo. Hörst du uns, ja gut. Ja, die Frage, was heißt lebenswerte Stadt? Nein. Sonst muss ich so machen, dass ich den Ton über den übers Handy nehme. Also ich kann Sie hören. Wir hören Sie. Gut, aber ich habe vorhin habe ich den Ton bekommen, jetzt nicht. Sonst, wenn Sie über das Handy, wenn Sie das anlassen, dann höre ich ja, was Axel Friedrich fragt. Ja, wir versuchen zu. Gut. Ja, ich habe gleich eine Frage an den Senator. Die Deutsche Umwelthilfe und der BUND haben ja verschiedene Städte verklagt, der BUND auch Hamburg, wegen Nichteinhaltung der Luftschadstoffwerte für NO2. Und die Frage ist schon, ist es nicht die Aufgabe der gewählten Volksvertreter, die Menschen vor diesen Luftbelastungen zu schützen? Und warum muss man da vor Gericht gehen? Also grundsätzlich ist das so, natürlich wollen wir Luftgrenzwerte einhalten, ist auch das Ziel, ist ganz klar. Zweiter Punkt ist, wir wollen ja deswegen die Mobilitätswende, ne? Und Mobilitätswende bedeutet erstens oder im Kern, ich würde das mal sagen, weniger Autos auf Hamburgs Straßen, weniger Verbrennungsmotoren auf Hamburgs Straßen, und da müssen wir hinkommen und wir müssen natürlich gucken, wie wir den Weg am besten wählen. Und das ist in diesen ganzen Themen relativ schwierig. Man muss natürlich auch ein bisschen sagen, wir sind da so ein bisschen am Ende der Nahrungskette, wenn man zum einen Luftgrenzwerte vorgegeben kriegt, die ich richtig finde, andererseits dann Autos haben, die viel zu viel ausstoßen, kommen wir immer wieder in größere Probleme. Aber Ziel ist ganz klar, Werte einhalten, und zweites Ziel ist es, dafür Autos zu reduzieren. Aber die Frage, warum muss man trotzdem klagen? Warum muss ein Umweltverband klagen, nicht nur hier in Hamburg, sondern in 38 Städten, muss man klagen, dass die Volksvertreter ihre Aufgabe wahrnehmen, die Werte, die vom den Volksvertretern verabschiedet worden sind, 1998, ja nicht seit gestern, ziemlich lange her, wieso dann man klagen muss. Ich verstehe es nicht, also ich kapiere es nicht. Herr Weil hat schon mal gesagt, wenn das so ist, dann müssen wir das einhalten. Fand ich eine gute Sache, dass Herr Weil das gesagt hat. Unabhängig, dass er Aufsichtsrat von VW ist, aber immerhin hat er gesagt, wenn das so ist, müssen wir das einhalten. Und das erwarte ich eigentlich von Volksvertretern. Es sind doch Schutzwerte für die Menschen. Genau, und deswegen hat das Land Niedersachsen es ja auch ganz lange nicht geschafft, dass Volkswagen Autos baut, die diese Werte auch nur annähernd einhalten. Das muss man einfach mal so klar sagen. Und man ist eben in einer Situation, die wirklich auch einfach, man muss es auch mal so deutlich sagen, kompliziert ist. Aber am Ende des Tages werden wir die Werte nur einhalten. Und es ist richtig, dass es diese Werte gibt, wenn wir weniger Schadstoffausstoß in der Stadt haben. Das ist in Hamburg zum einen ganz klar das Thema Hafen, das ist das Thema Landstrom, und es ist das Thema, dass wir weniger Autos brauchen. Und das ist eben auch das Thema, das in der Stadt objektiv der Fall ist. Und daran müssen wir eben arbeiten, und daran arbeiten wir auch. Jürgen, ich habe an dich eine Frage. Ist es eigentlich richtig, dass Umweltverbände gewählte Volksvertreter verklagen? Ist es nicht dann auch ein falscher Weg? Ja, ich denke, da hat sich was verändert in der letzten Zeit. Wir haben vor 20 Jahren dafür gekämpft, dass Gerichte Dinge entscheiden im Grundsatz, und danach hat es die Politik auch umgesetzt. Seit 10 Jahren ungefähr stellen wir fest,
dass es nicht mehr ausreicht, eben Gesetze vor Gericht einmal zu bringen und dann werden sie beachtet. Wir müssen sie tatsächlich jetzt auch durchsetzen, selbst wenn Grundsatzentscheidungen wie eben Luftreinhaltewerte zu beachten sind, wenn die dann von Bundesländern nicht eingehalten werden. Und deswegen, wir haben jetzt gerade gestern eine neue Verhandlung gehabt im Verwaltungsgericht Stuttgart zu eben den Luftbelastungswerten auch dort. Wir sind jetzt im 11. Jahr, dass Grenzwerte nicht eingehalten werden. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir zukünftig gerade auch im Klimaschutz, aber auch bei der Luftreinhaltung zu einer Selbstverständlichkeit kommen, dass genauso wie das Wasser nicht vergiftet wird, die Luft einfach sauber wird und Grenzwerte durch die Politik eingehalten werden. Wir hatten ja auch bei ÖV-Fahrzeugen extrem hohe Werte. Also gerade in Berlin, zum Beispiel am Zoo, der Hardenbergplatz war eines der Hotspots, gibt es auch in Stuttgart, gibt es in vielen Städten. Wieso hat der ÖV auch nicht darauf geachtet, dass man Fahrzeuge kauft, die sauber sind? Wenn ich schon einem solchen Ding mitfahre, möchte ich auch, dass sie sauber sind, oder? Das ist richtig. Also runtergerechnet auf einzelne Personen und diese Beförderungsleistung, die man dabei erbringt, ist natürlich immer noch umweltschonender als ein PKW, wenn man die Öffis nutzt. Kommt drauf an, welcher. Also mit so einem ganz alten Dieselbus vielleicht nicht unbedingt, aber U-Bahn und Straßenbahn haben doch schon eine relativ gute Klimabilanz, wenn man das runterrechnet auf die Beförderungsfälle. Aber zum Glück gibt es auch dort ein Umdenken. Ja, schon seit einigen Jahren oder Jahrzehnten ist das ja zu beobachten bei unterschiedlichen Verkehrsbetrieben, dass Neuanschaffungen immer eine gute Klimabilanz haben, also bei Fahrzeugen, dass darauf schon geachtet wird. Das finde ich wichtig, ist eigentlich schon fast zu spät, aber ich finde es gut, dass das jetzt zumindest auch operativ umgesetzt wird. Also außer in Berlin, wo wir sie gezwungen haben, die Verkehrsbetriebe nachzurüsten mit Rußfiltern, war das praktisch nirgends möglich. Auch da war es notwendig, die Verkehrsbetriebe zu verklagen, die eigentlich für uns arbeiten. Warum eigentlich? Ja, das kann ich natürlich nicht sagen, warum das in den speziellen Fällen so war. Vielleicht kann das der Senator beantworten. Also in Hamburg ist das nicht geschehen und ich glaube auch nicht nötig. Also auch die Hamburger Busse hat lange keinen Rußfilter und das hat leider auch nicht funktioniert hier. Also das, wie gesagt, das ist ein generelles Problem. Entschuldigung, Moment. Man kann das immer alles hier plakativ in die Gegend reden. Aber man muss dann auch mal sagen, was passiert. Also, die Stadt Hamburg hat im Jahr 2011 gesagt, wir kaufen im Jahr 2020 nur noch emissionsfreie Busse. Und ich will einmal klar sagen, es gab im Jahr 2018 noch nicht einen einzigen serienfertigen emissionsfreien Bus, der in Europa hergestellt worden ist. Und das ist geschehen deswegen, weil die Stadt Hamburg mit anderen Städten dann im Schlepptau, Berlin, Stuttgart, Köln, München und wie sie alle heißen, gesagt haben, wir kaufen alle nur noch emissionsfreie Busse. Deswegen hat sich die Busindustrie überhaupt auf den Weg gemacht. Verzeihung. Und wir sind jetzt in einer Situation, dass zum Beispiel die... Ich komme gleich nochmal wieder. Kann ich vielleicht mal Herrn Jürgen Rech nochmal fragen? Jürgen, wenn ich mir vorstelle, welche Antriebsarten sollten denn die zukünftigen Busse in den Städten haben? Ja, ganz sicherlich batterieelektrische Antriebe und oberleitungselektrische Antriebe. Das ist ja auch eine Technik, die in Deutschland entwickelt wurde, aber weitgehend verschwunden ist. Wenn wir in Nachbarländern wie nach Schweiz, zum Beispiel nach Zürich schauen, dann sind eben diese Oberleitungsbusse noch weit verbreitet. Wir sehen in China, dass mittlerweile in vielen Städten die batterieelektrischen Busse Standard sind. Die deutsche Autoindustrie hat über Jahre hinweg diese Technik verschlafen und nicht entwickelt. Aber wenn wir jetzt tatsächlich noch überwiegend Dieselbusse im Einsatz haben, müssen wir einfach sicherstellen, dass diese so sauber sind wie irgend möglich. Und zwar nicht nur auf dem Papier, sondern eben im realen Fahrbetrieb. Und hier haben Messungen von uns, und Axel, du hast sie ja auch direkt durchgeführt im EKI, festgestellt, dass wir Grenzwertüberschreitungen von 10 oder 15 Mal haben. Das heißt, wenn wir Zuschüsse bekommen von der Bundesregierung, 80-95%, wenn die Länder eben was drauflegen, dann verstehe ich nicht, dass manchmal diese 500 oder 1000 Euro Restkosten für die Verkehrsbetriebe in Deutschland ein Grund waren, nicht eine Nachrüstung zu machen und eben
über Jahre hinaus weiter mit schmutzigen Bussen unterwegs zu sein. Ja, nochmal an die Verkehrsforscherin. Was ist denn der Antrieb der Busse in der Zukunft? ja, wahrscheinlich Elektromobilität. Ja. Ja, welche? Es gibt ja verschiedene Formen. Es gibt Brennstoffzellenbusse, es gibt O-Busse, es gibt Elektro-Batteriebusse, es gibt so eine Mischform davon. Was wäre die beste Lösung? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das müsste man wahrscheinlich von Fall zu Fall entscheiden. Wahrscheinlich vielleicht erstmal so eine Art betriebswirtschaftliche oder simulative Untersuchung dazu machen, um dann festzustellen, was letztendlich das Beste wäre. Es gibt ja immer verschiedene Anforderungen, verschiedene Kriterien, nach denen man sowas bewertet. Einerseits natürlich so Umweltfaktoren, kurzfristig gerechnet, aber auch langfristig gerechnet, was dann so die Produktion oder dann die Entsorgung von solchen Fahrzeugen und Fahrzeugmodulen angeht, aber auch natürlich sowas wie betriebliche Sachen, wirtschaftliche Aspekte. Also ich glaube, da gehört relativ viel dazu. Und ich bin nicht in der Lage, jetzt zu sagen, welches die beste Möglichkeit dazu wäre. Ja, vielleicht darf ich mal sagen, was sozusagen unsere Erkenntnisse da aus dem Praxisbetrieb sind. Also das erste Erkenntnis ist, die man mal aussprechen muss, Wasserstoff ist momentan kein Thema im Busbereich. Und ich will das einmal so klar sagen, wir haben auch Wasserstoffbusse, die haben eine Verfügbarkeit von 35%. Das heißt, die fahren dreimal aus der Garage und zweimal bleiben sie liegen, bevor sie losgefahren sind. Das können Sie keinem Passagier zumuten für einen verfügbaren, dauerhaften, guten öffentlichen Nahverkehr. Und wir müssen da noch richtig dran forschen. Das zweite Thema ist das große Problem, wenn man jetzt Wasserstoffbusse einsetzen würde, ist, dass man überhaupt keine Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff hat. Das heißt, man hat Wasserstoff, der in Wahrheit mit dem deutschen Strommix hergestellt wird und der deutsche Strommix ist dann in etwa so wie ein Dieselbus am Ende des Tages. Und deswegen ist Wasserstoff in dem Moment, in dem die Busse verfügbar werden, in dem Moment, in dem sie auch noch mal deutlich günstiger werden und in dem Moment, in dem sie mit grünem Wasserstoff befüllt werden, das sind noch ein paar Wenns, dann ist Wasserstoff eine interessante Technologie. Und bis dahin ist die einzige Lösung batterieelektrisch. Und zwar batterieelektrisch, Oberleitung geht natürlich auch. Aber in Hamburg haben wir mal aus einer falschen Entscheidung vor 40 Jahren alle Oberleitungen auf den Straßen abgebaut, indem wir die Straßenbahn eingestellt haben. Aber das ist nun mal so. Insofern haben wir die Busse, die Batterien an Bord. Und man kann für batterieelektrisch sagen, erstens, wir stoßen jetzt in den Bereich vor, was Gelenkbusse angeht, was einfach wichtig ist, dass wir auch die batterieelektrischen Antriebe in die Gelenkbusse kommen. Da haben wir die ersten zwei jetzt in Hamburg. Und das zweite Thema ist, wir können nachweisen in Modellrechnungen, wie sich etwa ein batterieelektrischer Bus verhält zu einem Dieselbus. Und man kann über den Lebenszyklus sagen, dass man in etwa 75% der CO2-Emissionen spart. Also wenn man diese ganze Diskussion hat, Produktion der Batterie bis hin zur Entsorgung, also im gesamten Lebenszyklus etwa 3/4 weniger Emissionen. Man hat aber natürlich ein Thema, dass wir nicht die Stadt sind, die am Ende die Frage der Lieferketten lösen können, weil es da natürlich noch ein paar mehr Themen dahinter gibt. Deswegen sind solche Themen wie Lieferkettengesetze auch richtig. Wir berücksichtigen das auch in Ausschreibungen. Aber am Ende des Tages wird so ein Betrieb wie die Stadt Hamburg das nicht lösen. Das muss sozusagen Deutschland oder Europa lösen. Aber das ist der Weg, in den es momentan geht. Aber ein Bus ist nur so gut, wie er voll gefüllt wird. Die Frage, wie kriegen wir mehr Menschen in den ÖV? Es gibt gerade einen Brief von vielen Städten, die gesagt haben, wir möchten bis 2030 den ÖV verdoppeln. Die Frage, wie kriegen wir das hin? Ist ja ein schönes Ziel, ne? Aber wie schaffen wir das? Ist ein sehr schönes Ziel. Ich glaube auch, wir können das schaffen, wenn wir bereit sind, neue Mobilitätskonzepten auch eine Chance zu geben. Also uns verabschieden von diesem klassischen Linienverkehr, der fahrplangebunden ist, wo man immer erstmal wissen muss, wo die Haltestelle ist. Also eigentlich Hamburg macht es ja vor mit zum Beispiel Moja. In Berlin gibt es auch den Berlkönig. Das sind alles so interessante neue Mobilitätsangebote, Ride-Pooling-Shuttles. Wir nennen das auch On-Demand, weil die auf Abruf fahren. Die haben natürlich einen viel höheren Grad der Flexibilität als dieser normale liniengebundene Verkehr. Und das ist was, womit wir viel mehr Menschen erreichen, weil es auch viel mehr zu unserem Alltag passt als so ein fahrplangebundenes, strengeres, vorgegebenes Mobilitätssystem. Jürgen, der ÖV hat ja in den letzten Monaten viel Probleme gehabt wegen Corona, Covid-19. Und die Frage, wie kriegen wir die Fahrgäste wieder zurück? Vor allem, wenn ich Homeoffice ausbaue. Wie kriege ich das, Jürgen? Ja, zum einen möchte ich als Antwort auch Herrn Tjaks hundertprozentig zustimmen. Die Beurteilung, dass wir für diese neuen Fahrgäste und auch für die alten
Brennstoffzellenbusse einsetzen können, ist unrealistisch. Und danke auch für die Verfügbarkeitszahlen, die können wir auch als Deutsche Umwelthilfe einsetzen. Ja, was ist unser Modell? Wenn wir in die anderen Länder schauen, dann sehen wir, dass wir vor allen Dingen das Nutzen von Bahn, Bus, Straßenbahn, Regionalbahn vereinfachen müssen. Wien haben wir gesehen und in Österreich mittlerweile mit 1 Euro pro Tag ein attraktives Angebot machen kann und viele Menschen dann tatsächlich umsteigen vom Auto auf die öffentlichen Verkehrsmittel, wenn man zum einen über ein Parkraummanagement das Anwohnerparken und auch das sonstige Parken entsprechend verteuert, diese Einnahmen nutzt, um dann eben Flatrate-Tickets zu nutzen. Und ich freue mich ganz besonders, dass der VDV in diesen 2 Wochen nun auch eine Idee von uns umsetzt, dass wer ein solches Netzticket hat, im ganzen Bundesgebiet den Nahverkehr nutzen kann. Denn man ist irgendwann mal beim Besuch der Verwandten oder macht Urlaub. Und das wäre ein unglaublicher Anreiz, wenn wir in Deutschland ein Ticket hätten, entweder als Bürgerticket umlagefinanziert oder dann doch als 200 oder 365 Euro Ticket die Möglichkeit hat, zu 90% der Zeit in seiner Region dann kostenfrei und einfach den Nahverkehr zu nutzen. Aber für die 10%, dass man woanders ist, eben genauso dann ohne Ziehen von Tickets und Entwerten, was überall anders ja auch stattfindet, den öffentlichen Nahverkehr als Grundversorgung hat. Hat Hamburg auch das Ziel, ÖV zu verdoppeln, wie es einige Kommunen veröffentlicht haben? Ist Hamburg dabei? Also wir haben das Ziel, bis zum Jahr 2030 50% mehr ÖV, das heißt übersetzt von 800 Millionen Menschen im öffentlichen Nahverkehr 2018 auf 1,3 Milliarden Personen zu kommen, die den ÖV nutzen in Hamburg. Und vielleicht darf man mal grundsätzlich sagen, meine Einschätzung ist die folgende. Erstens, der öffentliche Nahverkehr in Deutschland, aber auch in Europa steht mit dem Rücken zur Wand. Warum? Das ist die Corona-Pandemie, das ist das Thema, dass wir uns gerade finanziell quasi von Monat zu Monat hangeln, um überhaupt die Verkehre aufrechtzuerhalten, die wir jetzt haben. Und deswegen wird die wichtigste verkehrspolitische Weichenstellung der nächsten Bundesregierung darum gehen, ob die Bundesregierung sagt, ich steige in eine ganz andere ÖV-Finanzierung ein. Erstens, um den Status quo jetzt zu erhalten. Das zweite Thema ist, wenn wir wirklich von 800 Millionen auf 1,3 Milliarden Passagiere im HVV kommen wollen, müssen wir auch, ist mal ganz platt gesprochen, viel mehr U-Bahn fahren lassen, viel mehr S-Bahn fahren lassen, viel mehr Busse fahren lassen. Das ist das zweite Thema. Die müssen gekauft, bestellt werden und die müssen fahren können. Und da gibt es zwei Grundbedingungen. Das erste ist, ich kann bis 2030 von jetzt an keine U-Bahn, keine S-Bahn und keine Straßen mehr bauen, die ich jetzt noch nicht geplant habe, weil ich dann gar nicht fertig bin. Das heißt, wenn ich bis 2030 relevant was machen will, gibt es genau zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, charmant und uncool, wie es ist, der Bus. Ja, man muss einfach viel mehr Busse haben, die emissionsfrei fahren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und der zweite Punkt ist die Digitalisierung der schon jetzt vorhandenen Strecken im Schienennetz, um sozusagen auf dem bestehenden Schienennetz mehr Kapazitäten zu bekommen. Das sind sozusagen die beiden Kernthemen. Und dafür braucht man aber über das Geld zur Aufrechterhaltung des jetzigen öffentlichen Nahverkehrs noch viel mehr Geld, um diesen Verkehr überhaupt zu finanzieren. Und dann kommen aus meiner Sicht die Frage der Ticketpreise, weil, ich will das einmal auch deutlich sagen, es wird in Hamburg ja immer viel darüber geredet, dass der HVV sehr teuer ist. Aber der HVV ist trotz dieser Ticketpreise 2019 voll gewesen. Ja, die S-Bahn aus Harburg war voll, die S-Bahn aus Bergedorf war voll, die U-Bahn im Ring war voll. Und wenn wir sozusagen wollen, dass wir mehr Leute transportieren können, müssen wir als allererstes uns darüber Gedanken machen, wie wir mehr Fahrzeuge haben, um das hinzubekommen. Und dann ist das Thema des Ride-Poolings ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil das Ride-Pooling ist momentan überall, um es mal klar zu sagen, defizitär. Alles, was wir jetzt sehen, und da stehen wir auch ein bisschen in Demut davor, wir wissen noch nicht, was 2030 wieder sein wird. Wir versuchen, Pfade uns vorzustellen, aber vielleicht kommen wir 2030 auch wo ganz anders raus. Und Ride-Pooling, das, was wir jetzt in Städten erleben, das ist bestenfalls der Anfang, ja, und auch ein extrem defizitärer Anfang. Ride-Pooling wird dann attraktiv und dann ist es auch spannend für Städte, weil es nämlich in Hamburg, in der inneren Stadt, haben wir ja kein Problem mit dem öffentlichen Nahverkehr. Hier, wo wir stehen, da fährt dauernd ein Bus und da vorne fährt die Bahn und da hinten ist der Hauptbahnhof, das ist alles kein Problem. Was wir brauchen ist
öffentlichen Nahverkehr, der in die Fläche kommt, der mit einer hohen Bedienqualität in die Fläche kommt, der emissionsfrei in die Fläche kommt, der mit einer gewissen Schnelligkeit in die Fläche kommt. Und dafür ist Ridepooling interessant, aber nicht mit 150 Fahrzeugen, sondern dann mit 5000 Fahrzeugen. Und dann aber wird es nur funktionieren, wenn man das autonom hinbekommt, weil nur dann hat man überhaupt die Chance, das zu bezahlen und man hat auch keine Fahrerverfügbarkeit für so viele Fahrzeuge. Und da müssen wir nochmal ganz anders ran und ganz anders denken. Wir brauchen einen echten Mindshift in der Frage der Finanzierung. Das ist eigentlich die Grundvoraussetzung. Ja, ich habe noch eine Frage zur Finanzierung. Es gibt ja den Vorschlag Bürgerticket, dass alle Bürger jeden Monat einen Betrag zahlen und davon auch das Recht bekommen, ÖV zu benutzen und mit zu bestimmen, was gemacht wird. Wir haben ja die Schweiz, wo es so etwas Ähnliches gibt, wo jedes große Projekt von den Bürgern bestimmt werden muss. Und siehe da, in der Schweiz ist der ÖV viel besser als hier. Wenn ich nach Zürich gehe, nach Basel gehe, ist das ein himmlisches System im Vergleich zu dem, was wir in Deutschland haben. Die Frage, ist das so ein Modell für uns, was die Schweiz da macht? Ich könnte mir das in Teilen zumindest auch für uns vorstellen. Also gerade was diese Finanzierung angeht, halte ich das für einen sehr sinnvollen Ansatz. Jeder zahlt ein bisschen dafür, aber jeder darf es halt auch nutzen. Das finde ich sehr sinnvoll. Die andere Seite, die Sie jetzt angesprochen haben, ist dieser Partizipationsansatz, also dass die Bürgerinnen sich beteiligen dürfen an dieser Gestaltung dieses Mobilitätssystems. Das finde ich bis zu einem gewissen Grad auch gut. Natürlich hat dann jeder so seinen eigenen Wunsch. Ich möchte, dass es zu mir in mein Wohngebiet jetzt irgendwie die tollste Straßenbahn fährt oder wie auch immer. Muss dann natürlich auch schon so ein bisschen das Ganze im Rahmen halten, dass es realistisch und dann auch umsetzbar ist. Und die Schweiz hat es doch geschafft. Genau. Die Schweiz schafft es ja, muss ja alles, alle großen Projekte müssen abgestimmt werden, weil die von denen finanziert werden. Also genau, die kriegen das hin. Diese Partizipationsansätze gibt es auch schon, ohne dass man jetzt als Bürger sagt, ich habe dafür bezahlt, deswegen möchte ich mitbestimmen. In ganz vielen Städten gibt es schon sowas wie Denk deine Stadt, Bürgerbeteiligung, wo man sich auch einbringen kann, entweder halt in Fokusgruppen oder einfach so an einem Stand in der Innenstadt, wo man mal sagen kann, ich möchte Folgendes bitte haben, Eingaben machen darf und so weiter. Da braucht man nicht unbedingt noch diesen Finanzierungsaspekt dazu. Also ich glaube, es ist sinnvoll, die Menschen auch daran zu beteiligen und nicht jetzt irgendwo in einem Büro im Verkehrsbetrieb zu entwickeln, wo jetzt die neue Straßenbahnlinie entlang führt, sondern die Bevölkerung auch mit einzubeziehen. Das ist aber für mich unabhängig von diesem Finanzierungsansatz. Jürgen, du wohnst ja an der Grenze zur Schweiz. Bist ja oft in der Schweiz deswegen. Wie siehst du das? Ja, wir sehen in der Schweiz tatsächlich, dass mit Halbstundentakt die Städte verbunden sind, auch die kleinen Orte. Wenn ich mir zum Beispiel Zürich anschaue, dann haben wir dort einen verbleibenden Mobilitätsanteil für den Pkw-Bereich von unter 20%. Das heißt, die Manager alle fahren mit der Straßenbahn, mit den Bussen in die Stadt hinein. Es ist möglich und die Stadt ist sehr viel lebenswerter geworden. Wer durch Zürich versucht, mit dem Auto zu fahren, braucht er für die 3 Kilometer Innenstadt fast eine Stunde. Das macht man einmal in 20 Jahren. Und was wir in unseren Städten machen, ist, dass wir die doch letztendlich Durchfahrt attraktiv gestalten, dass man schnell durch die Stadt kommt. Wir locken die Autos in die Stadt hinein. Und deswegen, ich glaube, es ist mehr möglich, jetzt schon die Menschen auf den ÖPNV umzustellen. Ist denn so ein Finanzierungsinstrument, Mitbestimmungsinstrument wie ein Bürgerticket für Hamburg denkbar? Ich habe es mal für Hamburg ausgerechnet, das waren so 14 Euro pro Bürger, wenn man es umlegen würde. Wäre so ein Modell für Hamburg mal denkbar? Also das Modell, jetzt, dass es 14 Euro pro Bürger kostet, kenne ich nicht. Ja, wenn jeder zahlt? Wenn jeder zahlt, wir haben ja so 1,9 Millionen Einwohner, 14 Euro, da sind man so bei, weiß ich nicht, ungefähr 30 Millionen. Ja, sind 400 Millionen im Jahr, das ist schon ziemlich viel Geld. Ja, die Ticketeinnahmen des HVV waren im Jahr 2019, das ist immer die Vor-Corona-Zahl, 880 Millionen. Und wenn man sozusagen die ersetzen möchte, dann kommt man schon auf sehr substanzielle Beträge, die man jedem Menschen, und zwar vom Kleinkind ja bis zum Das sind ja auch die Pendler, die kommen oben drauf, also das würde schon ziemlich ganz gut hinkommen. Wir haben es durchgerechnet damals. Ja, also nochmal, sozusagen in dem Moment, in dem man Menschen ranzieht für ein Bürgerticket, die nicht in Hamburg wohnen, auch wenn sie vielleicht dafür auch bezahlen können, dann kommen wir in ein Problem, dass sozusagen nicht nur die Gebietskörper, ich meine, ich kann innerhalb der Grenzen dieser Stadt und des Bundeslandes Hamburg versuchen, Politik zu machen, aber ich kann ja niemanden zwingen, es ist schon in Hamburg schwierig genug, Leute für sowas
zu gewinnen. Dann aber jemanden von außerhalb, da fehlen ja sozusagen die politischen Instrumente komplett. Also insofern muss man sich, wenn schon, auf die Einwohnerzahl der Stadt Hamburg konzentrieren. Und da ist es so, dass ich das noch nicht besonders überzeugend finde, weil sie haben dann am Ende immer noch ein, also ich will mal so sagen, man könnte ja die Grundsteuer nehmen, ja, und die Grundsteuer müsste man in Hamburg verdoppeln, dann würde man ungefähr 400 Millionen Euro einnehmen. Jetzt haben wir aber in Hamburg auch ein großes Problem mit Wohnungspreisen. Das ist jetzt ja auch nicht umsonst, hier zu wohnen. Das heißt, das ist schon der erste Trade-off-Effekt. Und das zweite Thema ist, auch dann sind die Tickets ja nicht umsonst. Auch dann kosten sie sozusagen weiterhin Geld. Und insofern ist das etwas, was man theoretisch denken kann, was aber aus meiner Sicht praktisch momentan noch nicht der entscheidende Schritt ist, sondern nochmal, der entscheidende Schritt, das ist aus unserer Hamburger Perspektive, so wie wir das auch von Wien gelernt haben, auch ein anderer, nämlich erstmal Kapazität, Kapazität, Kapazität. Sie müssen überhaupt erstmal ein Angebot schaffen, mit der die Menschen dauerhaft, gut, häufig fahren wollen. Ich meine, der HVV ist nicht schlecht, aber das, was in Wien fährt, das ist nochmal deutlich besser. So, da sehen Sie einfach, das ist ein anderes Thema. Und ich glaube, dass es das auch die Reihenfolge ist. Aber wenn ich das machen will, brauche ich ja viel Geld. Wo kommt das Geld her? Ich muss ja irgendwo eine Finanzierung kriegen. Ich muss ja, wenn ich sage, ich möchte den verdoppeln, den ÖV oder 50% mehr, brauche ich ziemlich viel Geld. Und die Frage, die ich mich dann stelle, wo kommt das Geld her? Ja, nochmal zunächst einmal, wenn man ein Bürgerticket fordert, ist es erstmal so, dass man sagt, man möchte die Fahrpreise senken. Da gibt es auch Gründe für, aber habe ich kein Geld, da muss ich erstmal Geld irgendwo herkriegen, mit dem ich die Fahrpreise senke und habe noch nicht einen Bus mehr gefahren. Habe ich nicht gesagt. Ich hab nicht gesagt, die senken sollen. Die sollen nur von allen finanziert werden, nicht von denen, die es nutzen. Das ist das System des Bürgertickets. Die meisten Bürgerticket-Vorschläge, die ich kenne, gibt ja nur ein paar, sagen zunächst einmal, ich möchte die Fahrpreise senken. Das heißt, sie müssen sehr viel Geld generieren, um Fahrpreise zu senken. Das kann man machen. Man muss nur wissen, dass man dann kein zusätzliches Geld hat, um irgendwelche Kapazitätsausweitungen zu machen, die sie zwingend brauchen, um Menschen überhaupt abfahren zu können, um Klimaschutz betreiben zu können. Und darf ich einen Vorschlag machen? Vielleicht einmal noch zu Ende, dann also ein Satz noch. Ich glaube, nochmal, die Bundesregierung, und das ist ja die Frage, die jetzt ansteht, wird sich bekennen müssen zu einer anderen Finanzierung des Nahverkehrs. Und dieses Geld wird aus dem Verkehr kommen müssen. Es wird nicht einfach von allgemeinen Steuereinnahmen kommen. Und da sind die Stichworte auch klar. Das ist das Dieselprivileg und es ist die Pendlerpauschale. Jürgen, du wolltest was zu sagen noch? Genau, ich kann eigentlich da nahtlos anknüpfen und möchte erstmal mich bedanken für diese wirklich klugen Aussagen, jetzt auch in den letzten Beiträgen von Ihnen, Herr Senator. Natürlich, in 8 Tagen wird entschieden, wie es weitergeht in Deutschland, ob wir tatsächlich einen Durchstarten im Verkehrsbereich bekommen, ob wir irgendwann wirklich mal Anschluss finden an Dänemark, an die Niederlande, an Österreich, an Schweiz, um jetzt nur Staaten zu nennen, die direkt an Deutschland grenzen. Wir brauchen auf der einen Seite natürlich die Unterstützung der öffentlichen Hand. Wenn ich mir anschaue, wie viel die Schweizer Regierung bezogen auf einen Einwohner für den Schienenverkehr und die Schieneninfrastruktur aufbringt, dann ist es ein Mehrfaches von Deutschland. Auf der anderen Seite hat man in der Schweiz auch eine Tonnagebesteuerung für Güter, die auf allen Straßen transportiert werden, wo ich entsprechend Einnahmen generieren kann. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn auch in Hamburg andere Instrumente dann genutzt werden, um Einnahmen zu generieren, um im Bereich ÖPNV dieses Angebot auszuweiten. Sie sagen ja zu Recht, Busse lassen sich am schnellsten skalieren. Und wenn ich zum Beispiel für Parkraumbewirtschaftung, für Anwohnerparken 360 Euro pro Jahr verlangen kann, wenn ich eben die Parkpreise in der Stadt erhöhe und auch diese Einnahmen mitnutze, um entsprechend Angebote auszuweiten und die Ticketpreise zu reduzieren, dann ist es positiv. Jetzt hat ein Bürgerticket oder ein 365-Euro-Ticket ja noch einen anderen Effekt. Es erleichtert ganz ungemein das Fahren oder für mich als Schwaben, ich habe schon zahlt. Also in der Betrachtung nehme ich das Auto oder die Straßenbahn oder eben den Bus, weiß ich, dass ich bei letzterem keine zusätzlichen Kosten habe. Und das ist auch ganz einfaches. Ich muss mir nicht irgendwo noch in der App was einstellen und für ältere Leute an den Automaten rangehen.
Wir haben den Effekt mal modelliert und wir kamen auf 30% mehr Verkehr nur durch diesen Effekt, weil es schon bezahlt ist, fahren die Leute dann eben extra. Aber ich habe eine andere Frage. Wir haben mal verglichen Bochum und Zürich, beide gleich groß, beide haben gleichen Verkehrsetat, nur der ÖV in Zürich ist doppelt so groß an der Anzahl der Fahrten wie in Bochum. Woran liegt das? Können Sie noch mehr dazu sagen? Ja, also beide haben gleiche Einwohnerzahl, ja. Gleiche Etat, ja. Nur die Zahl der ÖV. Warum? Bochum hat eine U-Bahn. Zürich hat keine U-Bahn. Warum hat Zürich keine U-Bahn? Weil die Bürger es nicht wollten, weil es zu teuer ist. Das wäre genau der Punkt, wo ich vorhin gesagt habe, mit dem Mitbestimmen. Hier wurden U-Bahnen gebaut, nebenbei, wer hat es erfunden oder gefördert, der ADFC nämlich, um eben einen Platz zu schaffen, wird ja aus. Wie kriegen wir den Platz zurück? Und wenn wir die Busse fahren lassen wollen, dann brauchen wir Platz. Und zwar mehr Platz für die Busse als heute. Das ist die ganze Frage. Wem gehört die Stadt? Wie verteile ich den Platz? Das ist die Frage. Wie mache ich das? Wie verteile ich den Platz neu in der Stadt? Das ist in der Tat eine sehr interessante Frage. Da geht es jetzt Richtung Flächengerechtigkeit. Ja. Also wem gehört der öffentliche Raum? Und es ist halt so, wenn man einen privaten Pkw besitzt, dann geht man einfach davon aus, dass man diesen privaten Pkw im öffentlichen Raum abstellen darf. Andere Anwendungsfälle für die Benutzung von Individuen des öffentlichen Raums sind nicht gestattet. Also ich kann zum Beispiel jetzt nicht ein Hochbeet oder so bei mir vorm Haus anbringen. Beim Auto sehen wir das aber ganz anders. Da sind diese 10 Quadratmeter jederzeit quasi, darf man die sich nehmen. Den 18 nebenbei, mit den Zuhen Abfahrten, aber ist egal. SUVs dann, ja, richtig. Ja. Werden immer größer. Ja. Genau, ich glaube, da muss es einen Paradigmenwechsel geben. Einerseits bei der Bevölkerung und andererseits bei denjenigen, die dafür zuständig sind, diesen öffentlichen Raum zu verteilen. Und es ist nun mal so, Autos verbrauchen, was die Straßeninfrastruktur angeht, schon relativ viel Platz, aber ich denke immer, wenn Autos sich bewegen, dann haben die wenigstens einen Nutzen, dann werden die gerade genutzt, die dienen einem Zweck, man kommt damit voran. Das Problem, was ich eher sehe, ist der sogenannte ruhende Verkehr, also das heißt der Parkraum am Straßenrand. Und das ist einfach eine ziemlich große Fläche, die verbraucht wird und die dann nicht von Menschen genutzt wird, weil da einfach ein Auto steht. Und ich glaube, jetzt kriege ich gerade wieder so den Bogen zurück zu den Verkehrsmitteln. Da können wir mit kollektiven Verkehrsmitteln auch ansetzen. Also das ist noch so eine Erweiterung zu öffentlichen Verkehrsmitteln. Können wir zum Beispiel noch an Carsharing denken. Da ist es ja so, wenn Carsharing-Fahrzeuge genutzt werden, dann sind die unterwegs. Und die sind einfach viel, viel häufiger unterwegs als private Pkw. Die stehen ja eigentlich 23 Stunden täglich rum, werden eine Stunde täglich bewegt. Und Carsharing-Fahrzeuge stehen einfach weniger rum, sind mehr unterwegs. Und deswegen könnten die dazu beitragen, dass wir unsere Fläche gerechter verteilen könnten. Wenn wir jetzt dieses Modell aufnehmen würden mit mehr Bussen, das würde bedeuten, dass ich ja mehr Busspuren machen muss, viel mehr Busspuren, damit die nicht im Stau stehen. Wie kriegt man das in einer Stadt politisch hin, dass hier wirklich die Verteilung der Flächen neu gemacht wird? Also das nächste Mal muss man was ganz Banales machen, was aber häufig unterschätzt wird, deswegen sage ich es einmal vorab. Man braucht vor allen Dingen erstmal größere Busbetriebshöfe und größere Busumsteigeanlagen. Das klingt immer so ein bisschen banal, hat aber einen infrastrukturellen Vorlauf, den man nicht unterschätzen sollte. Das zweite Thema ist, man muss eigentlich mal anfangen, die Straßenverkehrsordnung, ich sage das mal vom Kopf auf die Füße zu stellen. Ja, bisher dient die Straßenverkehrsordnung eigentlich einer Idee, nämlich die Leichtigkeit des Autoverkehrs zu fördern. Und wenn wir jetzt wollen, dass wir andere Verkehrsarten fördern wollen, dann brauchen wir eine andere Straßenverkehrsordnung, die erstmal andere Parameter hat, nämlich das Thema Vision Zero, also null Verkehrstote, das Thema Verkehrssicherheit, das Thema Klimaschutz, das Thema Lärmschutz und dass sie dann natürlich auch andere Abwägungsmechanismen finden. Und wenn Sie am Beispiel Berlin gesehen haben, wie schwierig es war, am Ende die Pop-up-Bike-Lanes überhaupt zu etablieren und rechtlich zu halten. Wir haben das Thema bei Ottensen macht Platz ja auch gesehen. Es hat sich da an dem entsprechenden Paragraphen zwar auch ein bisschen was geändert, aber nicht so viel. Dann sehen Sie, dass wir einfach auch mehr Rechte brauchen als Städte, um sozusagen überhaupt erstmal über den öffentlichen Raum zu bestimmen. Und das dritte Thema ist, wir brauchen dann natürlich auch mutige Entscheidungen. Ich würde das auch mal sagen, Verkehrspolitik hat auch was mit Mut zu tun. Sie müssen in eine Auseinandersetzung mit der Situation gehen und eben auch Entscheidungen treffen. Und das ist eine Entscheidung, um die auch offen zu sagen, die trifft jetzt auch nicht nur so ein Senator alleine, die trifft eine Gesellschaft. Ja? Wir sind eine repräsentative Demokratie. Zum einen gibt es ein Wahlergebnis, das gibt ja schon mal so die Grundrichtung vor. Und dann haben Sie ja in jeder Straße eine Diskussion auch um diese Fragestellung. Und da braucht man auch Leute, die dann sagen, wir wollen das dann dementsprechend auch so. Und dann kommt man in eine Situation, dass wir, glaube ich, deutlich schneller vorankommen können. Und dann kann man, letzter Satz zu den Busspuren, eben auch darüber nachdenken, ob man nicht nur Pop-up
Bike Lanes irgendwann macht, sondern vielleicht auch Pop-up-Bus-Lanes. Ja. Der VCD hat einen Entwurf für ein Mobilitätsgesetz gemacht, was die gesamte Struktur der heutigen Verkehrsgesetzgebung ersetzen soll. Sprich, nicht ein Straßenverkehrsgesetz, nicht ein Eisenbahngesetz, nicht ein Binnenwasserstraßengesetz, sondern ein einziges Gesetz, wo dann die Mobilität im Vordergrund steht. Wie gesagt, wir hoffen, dass nach der Wahl die neue Regierung dies aufnimmt und umsetzt. Das heißt, wie es Cem Özdemir mir gesagt hat, ein neues Grundgesetz für den Verkehr. Wir brauchen auch die Länder dazu. Deswegen auch da hoffe ich, dass Hamburg mitmacht an der Stelle und mit unterstützt. Weil wir, wenn wir das nicht ändern, die gesetzliche Grundlage, wenn wir hier in 5 Jahren genauso diskutieren wie heute. Wir haben an vielen Stellen, das sage ich jetzt als jemand, der lange in dem Thema drin ist, 41 Jahre, so viele Regeln, Sie haben es gerade schon gesagt, mit dem Thema Leichtigkeit des Verkehrs, die einfach verhindern, dass wir Maßnahmen treffen. Die Bahn hat Gesetze, die stammen aus der Kaiserzeit. Glaubt man nicht. Das Straßenverkehrsgesetz stammt in seiner Struktur aus der Nazizeit. Also alles Dinge, die heute nicht mehr unserem modernen Verkehrssystem entsprechen. Die Frage, wie kriegen wir es hin, eine solche Veränderung, eine Reform, eine Revolution hinzukriegen? Wie kriegen wir dafür Mehrheit? Das ist hier, was mich interessiert. Wie kriegen wir das hin? Denn nur wenn die Umweltverbände das fordern und Verkehrsverbände, reicht das ja nicht. Die Frage, wie kriegen wir dann die Bürger das Thema ran? Ich habe es gerade vorhin gesagt, in den Fernsehdiskussionen, letzten von den Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten, war das Thema Mobilität überhaupt nicht existent. Die Frage, warum ist so ein Thema, was uns alle angeht, in der Diskussion nicht Präsident? Nicht, warum nicht da? Von niemand. Na, ich kann Ihnen erst mal sagen, Olaf Scholz als Bundeskanzler hilft Ihnen da jedenfalls nicht weiter. Nein, ich weiß das. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Es war ja in einem Triell, ist der Jungfernstieg ja auch mit aufgekommen und Herr Scholz hat ja gesagt, er hätte das nicht gemacht. Und man muss ja sagen, dass sich das seitdem in Hamburg auch noch ein bisschen weiterentwickelt hat, ja. Nach seiner Zeit. Aber es ist natürlich so, dass man, ich sag mal so, ich stehe einem eigenen Landesmobilitätsgesetz immer nicht so richtig offen gegenüber, weil ich glaube, dass wenn wir als Stadt handeln, sollten wir vor allen Dingen handeln. Ja? Wir sollten vor allen Dingen was ändern. Und da geht es darum, dass sie sozusagen Straßen verändern, Radwege tatsächlich bauen, dass sie Nahverkehrspläne umsetzen. Im Bund sieht das aber ein bisschen anders aus, weil im Bund, das hatten Sie ja letztlich gesagt, haben wir eben die Gesetzgebung für das ganze Land. Und der Bund ist auch außer bei der Autobahn und bei der Eisenbahn in schlechter Form. Operativ ist er eigentlich gar nicht so richtig tätig, sondern er ist derjenige, der über die Paragraphen und Gesetze den Verkehr regelt. Und die muss er sozusagen dann tatsächlich auch ändern. So. Und vor dem Hintergrund, Straßenverkehrsordnung ist das Wichtige. Das Wichtigste, ich bin immer nicht der Meinung, dass man, sagen wir mal, alles radikal auf den Kopf stellen soll, weil dann hat man einen Diskussionsprozess, der unfassbar Widerstand erzeugt und am Ende wahrscheinlich auch nicht erfolgreich ist. Was Sie machen müssen, ist eben das, was wir haben, aus meiner Sicht so weiterentwickeln zur Straßenverkehrsordnung, habe ich alles schon gesagt, was man dazu sagen kann. Aber natürlich geht das auch für andere Themen. Und das geht bei banalen Themen los. Ich will mal ein Thema sagen, was jetzt das Thema Klimaschutz vielleicht nicht ganz zentral bewegt, aber wir haben ja in allen Städten des Landes ein Problem mit E-Rollern und wie die so in der Gegend rumliegen. Und wir bräuchten dringend mal eine Änderung des Straßenverkehrsrechts, dass ich als Zuständiger für E-Roller in dieser Stadt auch mal sagen kann, dass wir das verändern wollen. Also wir werden es natürlich versuchen zu verändern, aber wir müssten eigentlich selber da wegkommen von einem Gemeingebrauch hin zu einer Sondernutzung und zu der Tatsache, dass Städte selber sagen können, so und so viele E-Roller wollen wir haben, so sollen die aufgestellt werden etc. Und da müssen wir hin. Wir sollten uns mal über den Entwurf des Gesetzes, weil alles das, was Sie sagen, steht da drin. Deswegen. Aber ich habe gelernt, es gibt Dinge, die kann man nicht reformieren. Der Bundesverkehrswegeplan ist nicht reformierbar. Wenn ich das nicht komplett ändere, kriege ich es nicht hin. Das ist eine Erfahrung, jetzt 41 Jahre versuche ich den zu reformieren. Es geht nicht, geht prinzipiell nicht. Aber die Frage, was kann man an der Stelle eines Bundesverkehrswegeplans setzen? Wahrscheinlich einen vollständig überarbeiteten, ganz neuen Plan. Vielleicht kann man da auch wieder auf Partizipation setzen, was Sie ja vorhin schon angesprochen haben, ja. Und einfach die Menschen fragen, was man reinschreiben soll. Also ich glaube, die Leute haben manchmal auch ganz gute Ideen, ist mir schon aufgefallen in Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern. Da kommt man einfach selber nicht drauf und vielleicht kann man da ihren Partizipationsansatz noch ein bisschen weiter treiben. Jürgen, unterstützt DOH? Also zum einen die Deutsche Umwelthilfe ist unbedingt der Auffassung, dass wir ein neues Mobilitätsgesetz brauchen. Aber in der Tat, das ist ein großer Wurf und wir sollten nicht so lange warten. Also das eine tun, das andere nicht lassen. Es wäre toll, wenn die Länder diese Initiative des VCD unterstützen würden. Und ich höre ja schon von immer mehr Politikern, dass sie das auch für notwendig ansehen. Auf der anderen Seite hat ja die Deutsche Umwelthilfe über Professor Klinger ein Gutachten über Pop-up
nicht nur Radwege, sondern verschiedene andere Infrastrukturen in der Stadt erstellt. Und an der Stelle muss ich der AfD fast schon dankbar sein, dass sie in Berlin einen Pop-up-Radweg vor dem Verwaltungsgericht erstmal zu Fall gebracht hatte. Remo Klinger wurde dann vom Senat Berlin beauftragt, diesen Fall vor dem Oberverwaltungsgericht zu verteidigen und die Entscheidung umzudrehen, sodass wir jetzt eine obergerichtliche Entscheidung und Bestätigung haben, dass es möglich ist, Pop-up-Radwege innerhalb von wenigen Wochen zu planen, genehmigen und umzusetzen. Das Pop-up-Verfahren, also ein beschleunigtes Umwandeln von Verkehrsfläche für andere Zwecke, ist natürlich genauso möglich für Fußgängerüberwege, für beruhigte Bereiche. Wir meinen auch für also Buswege oder kombinierte Bus-Radwege. Und ich würde mich freuen, wenn wir verstärkt in den Städten erleben würden, dass man eben mit dieser Pop-up-Methode sehr kurzfristig solche Zonen einrichtet oder eben auch Strecken einrichtet. Axel war selber mal mit dabei bei einer Verhandlung, war das jetzt in Essen oder in Dortmund, wo eben der Oberbürgermeister in der Verhandlung, Dortmund war das. Okay, dann machen wir halt in ein paar Wochen die Busspur, so wie wir es irgendwie auch mal für die Zukunft geplant haben. Die haben einfach dann den Pinsel genommen, haben gesagt, wir malen das ab März auf. Ein halbes Jahr später haben wir dann eben vor Ort gehört, wie gut es angekommen ist. Und man kann es dann später in eine dauerhafte Lösung überführen. Also auch mein Appell an Hamburg, so stark wie möglich kurzfristig Verkehrsflächen von Pkw-dominierter Nutzung zu geschützten Bereichen für Fußgänger, Fahrradfahrer und Busse umzuwandeln. Wir haben hier in Hamburg, ja wie in Berlin, den Vorteil, es gibt Wasserstraßen. Ich habe gerade in Hamburg, in Berlin auf der Spree Schiffe gemessen. Und wenn die Schiffe LKWs wären, hätten sie alle nicht fahren dürfen. Weil sie alle weit über den Grenzwerten für Euro 5 LKW gelegen haben, die in Berlin als Voraussetzung für die Einfahrt in die Umweltzone gelten. Gibt es denn hier in Hamburg Erkenntnisse, wie hoch die Belastung durch die Binnenschiffe ist? Nicht jetzt die Seeschiffe, die kennen wir ja, aber die Binnenschiffe gibt es ja auch ein paar. Also die Belastung der Gesamtstadt zumindest ist durch Binnenschiffe im Vergleich zu den Seeschiffen, glaube ich, vernachlässigbar. An den einzelnen Orten, wenn sie jetzt direkt daneben stehen, wird das sicherlich auch anders sein, das kann ich Ihnen jetzt aber nicht sagen, aber es ist so, dass von den Gesamtemissionen des Hafens, glaube ich, 0,6% oder was vom Binnenschiffverkehr kommen. Das ist sehr übersichtlich. Aber ich will auch mal sagen, gerade bei den Schiffen ist das eine nicht ganz kleine Herausforderung. Also wir haben in Hamburg ja Hardag-Fähren, das ist öffentlicher Nahverkehr. Die sind auch zum größten Teil mit Rußpartikelfilter mittlerweile ausgestattet. Die haben sozusagen auch entsprechende energetische Optimierung bekommen. Aber wenn wir die jetzt umbauen lassen oder wenn wir sozusagen daraus, aus der Hardag wird batterieelektrisch nicht ausreichen, weil sie zu viel Strömungskraft haben auf der Elbe, das werden Wasserstoffschiffe sein müssen. Das erproben wir gerade oder darüber denken wir gerade nach. Nur erstens, wir brauchen dafür eine Einzeltypengenehmigung der EU für jedes Schiff. Das ist relativ kompliziert. Und teuer. Das zweite Thema ist, wir können die Schiffe nicht umbauen lassen. Wir müssen die wegschmeißen und neu bauen, was auch nicht ökologisch ist. Und ehrlicherweise können wir uns auch nicht leisten. Ja. Und deswegen ist der Schiffsverkehr schon eine große Herausforderung. Auf der Alster ist das ein bisschen anders in Hamburg. Bei den ATG-Schiffen, die kann man umbauen zu batterieelektrischen Schiffen. Und das funktioniert auch relativ gut. Gibt es denn für eine Stadt wie Hamburg, die ja sehr viele Wasserwege hat, Konzepte, wo man die Wasserwege besser einbinden kann, ÖV-Netz? Da muss schon mal drüber nachgedacht worden. Ich finde das eine spannende Herausforderung. Ich kenne Städte, die haben sowas. Also, das wäre ja mal eine Idee. Klingt auf jeden Fall interessant. Also gerade für mich als Mobilitätsforscherin, ich arbeite ja sehr viel mit Simulationen am Computer, könnte ich mir schon gut vorstellen, dass man mal so eine Simulation durchführt und vielleicht so eine Verbindung findet zwischen dem Wasserweg und dem Straßenverkehr. Wir haben mal eine sehr interessante Untersuchung. Ja. Jürgen, wir haben ja außer jetzt ÖV eben auch einen Radverkehr als emissionsfreie Mobilität. Und die Frage, wie kriege ich Situationen hin, dass ich die Städte so umgestalte, wie jetzt in Kopenhagen. Kopenhagen gab es eine ehemalige
Kommissarin für Umwelt der Kommission, die hat gesagt, als Bürgermeisterin, ich gestalte die Stadt um. Und sie hat es geschafft. Die Frage, wie kriegen wir das woanders hin, Jürgen? Ja, wir sehen es ja durch die Wettbewerbe, zum Beispiel vom ADFC, die die Infrastruktur in Städten in Deutschland bewerten. Ich habe leider das Pech, mit in einer wunderschönen Stadt am Bodensee zu leben, die als zweitschlechteste Stadt im Bundesgebiet, als Mittelstadt, für den Fahrradverkehr bewertet wird. Wenn wir jetzt aber nicht innerhalb von Deutschland den Besten nehmen, sondern nach Amsterdam oder Kopenhagen gehen, geht es einfach darum, dass das Auto nachrangig sein muss. Also ich kann das ja tatsächlich mit einer mutigen Auslegung der Straßenverkehrsordnung und dem Mut auch, die eine oder andere Klage halt zu kriegen, jetzt schon machen, vielleicht indem ich das auch kombiniere mit Modellprojekten und Forschungsuntersuchungen. Ich hoffe natürlich, dass wir sehr kurzfristig mit einer neuen Bundesregierung hier größere Freiheiten kriegen. Ich will mal Schlagworte sagen. Generell Tempo 30 in der Innenstadt, abgesehen vielleicht von vierspurigen Durchfahrtstraßen. Schauen wir nach Spanien, dort ist es umgesetzt worden. Wir sprechen davon, dass wir eine Verdoppelung kurzfristig von geschützten Radwegen brauchen. Und zwar nicht, die neu gebaut werden durch die Rheinaue oder durch irgendwelche Grünflächen, sondern indem wir dem Straßenverkehr Raum wegnehmen und diesen Raum auch per Pop-up geschützt abgrenzen. Das heißt, dass nicht die Autos drauf parken oder eben ausweichen können. Wenn wir eine Kombination auch vornehmen von verschiedenen Verkehrslenkungsmaßnahmen, dass an Kreuzungen Fahrradfahrer automatisch Vorrang haben und die Autos sich dann halt hinter den Radfahrern eingruppieren müssen, nicht wie es im Moment ist, dass die Radfahrer häufig an Kreuzverkehren ein Ende ihres Radweges finden und dann gucken müssen, wann sie irgendwie einen Platz finden. Und wir dieses Prinzip von Amsterdam, Fahrradfahrer haben grundsätzlich Vorrang vor Autofahrern, kriegen wir die lebenswerte Stadt sehr viel schneller hin. Ich habe gerade noch eine letzte Frage an Sie. Wir haben in Berlin den Begriff Copenhagen Nice. Und wir haben in Berlin über das Mobilitätsgesetz, über die Fahrradinitiative Festlegung, dass jede große Straße ein Protected Bike Lane bekommt, einen breiten geschützten Radweg. Wie gesagt, ist das ein Konzept, was in Hamburg auch angedacht wird? Absolut. Also ich teile das total, dass wenn man möchte, dass man mehr Radverkehr hat, dann kann man für Hamburg in Untersuchungen Folgendes feststellen. Wenn wir 100 Menschen in Hamburg befragen, wie sie zum Fahrradfahren stehen, dann wissen wir ungefähr, dass so 15 bis 20 einfach keinen Bock haben. Und das ist auch so, das dürfen die auch haben. Und von den anderen 80, sage ich mal, sagt die Hälfte der Menschen in Hamburg, sie fühlen sich auf den Radwegen, wie wir sie haben, die noch viel besser werden müssen, aber eigentlich wohl. Die anderen 40 fühlen sich aber eben auch nicht wohl, aus sehr unterschiedlichen Gründen. Und wenn man jetzt möchte, dass man mehr Radverkehr hat, muss man Radwege bauen, auf denen sich alle 80 Menschen wohlfühlen. Und da ist natürlich die Voraussetzung, und das ist auch relativ logisch, eine Trennung vom Autoverkehr, Protektionselemente oder als Kopenhagener Radweg, steht gerade am Dammtordamm an der Esplanade, an der Elbchaussee bauen wir es, Max-Brauer-Allee kommt es jetzt, Luise-Schröder-Straße, Königstraße. Also wir haben das, wir haben ein bisschen das Thema, oder der Unterschied zwischen Hamburg und Berlin ist, Hamburg baut viel mehr Radwege als Berlin, aber die Berliner haben früher erkannt, dass sozusagen mit Protektionselementen das der richtige Weg ist. Und insofern haben wir da ein bisschen mehr und gleichzeitig holen wir jetzt einfach im Schweinsgalopp auf. Ja, ich kann nur sagen, es war nicht die Regierung, die es erkannt hat, sondern die Bürger haben es gewollt. Also das ist auch ein interessantes Thema der Frage, wie kriege ich die Bürger mitbeteiligt. Ich hätte jetzt mal geöffnet für das Publikum, wer hat Fragen an die Teilnehmer hier? Ja, hallo, Andreas Gutmann. Sie hatten das ja gerade angesprochen mit der Binnenschifffahrt. Jetzt gibt es auch hier seit ungefähr 2 Monaten Landstromanlagen für die Binnenschifffahrt an den Landungsbrücken. Bisher wird das nicht genutzt. Ich habe da mehrmals quasi vorbeigeschaut. Es ist ja jetzt erstmal eine einjährige Testphase, aber natürlich ist der
Hinweis sehr richtig mit der Binnenschifffahrt, mit der Schifffahrt allgemein. Und ich wollte mal fragen, wie da der Stand ist, gerade so die nächsten 8 Monate und für die Zukunft. Kann ich jetzt im Speziellen auf die Binnenschifffahrtsanlage nicht beantworten, weil ich nicht für Binnenschifffahrt und für die Landstromanlage da zuständig bin. Im Grundsatz ist es aber klar, wir müssen es schaffen, die Schiffe an die Steckdose zu bekommen. Und da gibt es bei den Binnenschiffen ein Thema, aber vor allen Dingen bei den Seeschiffen. Und das bedeutet, der Landstrom muss auf der einen Seite konkurrenzfähig sein, aber auf der anderen Seite muss es auch einen Pfad geben, der dahin kommt, dass man sagt, wir wollen das jetzt auch wirklich. Und man muss dann eben auch die entsprechenden Instrumente bereitstellen. Hallo, mein Name ist Winfried Fasen. Ich habe eine Frage. Sie haben ja gerade erklärt, letzte Woche, dass der Autobesitz zugenommen hat. Jetzt meine Frage, es lässt sich ja vielleicht durch Ihre Verkehrsbehörde feststellen, wo der Schwerpunkt, wo es am meisten neue Autos gab, da wäre der Ansatz ja am schnellsten ein höheres ÖPNV-Angebot zu machen. Die zweite Nachfrage ist, wann wird Hamburg als erste Stadt eine gerade hin und her oder eine Kreislinie autonom bereitstellen? Nicht HEAT, sondern richtig. Also es gibt in der Tat das ist noch in der Entwicklung, glaube ich, ein Pkw-Besitzatlas für Hamburg. Das macht die Stiftung Lebendige Stadt. Und wenn ich das jetzt richtig erinnere, sage ich mal, ist die ganz grobe Tendenz, wenn ich das so sagen darf, zunehmend tut der Pkw-Besitz im Eigenheim Hamburg, also in der äußeren Stadt mit dem Zweit-Dritt-Wagen. Das ist das, was tatsächlich zunimmt. In der inneren Stadt gibt es auch von Stadtteil zu Stadtteil unterschiedlich, aber eher eine Stagnation und zum Teil auch eine Abnahme des Verkehrs. Die Frage, die Sie damit stellen, ist die Frage, wie schafft man es ja, dass diese Menschen stärker auf die Nutzung des eigenen Autos verzichten, beziehungsweise es gar nicht haben wollen. Ich glaube, das ist eben immer eine Mischung aus Push- und Pull-Faktoren. Wir müssen, und da müssen wir einfach auch mal selbstkritisch sagen als Hamburg, wir haben jetzt 40 Jahre lang beim Bahnausbau, ich würde es nicht sagen versagt, aber das jetzt nicht so ernsthaft vorangetrieben. Wir hatten 1980 ein 280 Kilometer langes Straßenbahnnetz abgebaut. Ich bin jetzt 40 Jahre alt und seitdem hat man zweimal versucht, eine Straßenbahn wieder einzuführen und ist zweimal gescheitert und hat in der Zwischenzeit irgendwie 3 U-Bahn-Stationen da vorne in der Hafen City gebaut. Das ist sozusagen das, was wir tatsächlich hingekriegt haben. Und jetzt haben wir aber einen Plan und ich weiß, dass dieser Plan auch umstritten ist. Ich kann sozusagen da auch jetzt noch 10 Stunden drüber reden, aber ich möchte mich auf folgende Idee beschränken, nämlich auf die Idee, wenn man einen Plan hat und die Planverfahren dauern lange, muss man ihn jetzt endlich durchhalten. Wenn wir ihn nicht durchhalten, haben wir wieder ein noch viel größeres Problem. Aber dieser Plan an sich sagt, wir wollen 36 neue Bahnhöfe in Hamburg in den nächsten 20 Jahren bauen und wir wollen damit 500.000 Menschen neu und zusätzlich an das Schienennetz anschließen. Und jetzt ist folgende Frage spannend. Die Frage ist spannend. Wenn wir in eine Situation kommen, dass wir die Bahn bauen, was passiert dann mit den Straßen nebenan? Wo wir sagen, wir schaffen das Angebot und lassen wir die, ich sag mal, im Diktum Olaf Scholz die Straße daneben genauso groß oder dient diese Straße dann der Mobilitätswende in einer anderen Form? Das ist sozusagen die zweite Frage und dann haben Sie die Frage nach autonom fahrenden Linien beantwortet. Das bezieht sich jetzt auf Busse oder auf U-Bahn? Hauptsächlich Busse, weil die, ja, Schiene, haben Sie vorhin gesagt, dauert 10 Jahre zur Planung. Ja. Bus ist morgen einsetzbar. Zwei Antworten darauf. Im Großbusbereich ist das noch ein bisschen entfernt, also HVV-Busse. Da, wo wir jetzt dran forschen, haben wir letzte Woche vorgestellt, in Bezug auf Moja, die wollen die wirklichen Passagiere, also die beginnen jetzt mit den Vermessungsfahrten. 22 bis 24 werden sie das System mit Testfahrten ausrollen. 25 soll der Realbetrieb mit Bevölkerung starten und zwar rund um Barmbek wird das sein, Barmbek-Winterhude. Jetzt erstmal auf einem Gebiet von 50 Kilometern, aber das ist sozusagen konkret in der Mache. Und dann ist das eigentlich das System, es ist eben nicht eine konkrete Linie, sondern es ist eben hin und her, weil in Wahrheit die Wege auch hin und her sind und das ist fast das bessere System.
Letzte Antwort bei den Zügen. U5 wird fahrerlos vollautomatisch fahren. Und wir arbeiten an der digitalen Schiene Deutschland. Berliner Tor Bergedorf, die US-Bahn fährt jetzt mit 4 Fahrzeugen, allerdings erst hochautomatisiert. Das bedeutet, eigentlich kann die S-Bahn alles, aber wenn noch mal jemand davor springt, dann kann der Fahrer auch noch eingreifen. Und das führt dazu, dass wir hoffentlich 25% mehr S-Bahnen auf dieselbe Infrastruktur kriegen. Dadurch kriegen wir mehr Kapazität, dadurch können wir mehr Leute abfahren. Gibt es weitere Fragen? Habe ich nur eine Frage an Sie. Gibt es bei Ihnen Untersuchungen, Anzahl der Parkplätze, Dichte und ÖV? Was konkret möchten Sie wissen? Ja, ob Sie sowas mal untersucht haben. Weil ich weiß, also ich habe es mal für Berlin mal angeguckt, je mehr Parkplätze, desto weniger ÖV. Und die Frage, kann man es umgekehrt auch den Städten dann als Planungsunterlage geben? Wie schafft ihr es mehr ÖV, indem man die Zahl der Parkplätze wegnimmt? Berlin macht das pro Jahr jetzt, weil wir es damals untersucht haben. Aber die Frage, wäre es nicht eine Aufgabe für Ihren Laden, das mal zu untersuchen und den Städten mal was in die Hand zu geben, zu argumentieren? Ja, also sowas machen wir tatsächlich in unseren Simulationen. Also eine Simulation, die ich zurzeit anfertige, das ist ein Szenario von einem Wohngebiet in Braunschweig. Da geht es auch genau darum, dieses sogenannte Roadside-Parking zu erfassen, also das Parken am Straßenrand und in verschiedenen Szenarien durchzuspielen, was eigentlich passieren würde, wenn man die wegnimmt und zum Beispiel ersetzt durch so eine Quartiersgarage, so ein Parkhub, wo die alle quasi zentral abgestellt werden. Und das kann man dann halt mit autonomen Fahrzeugen sich auch denken. Man kann es aber auch mit konventionellen Fahrzeugen erstmal durchspielen. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Szenarien, die denkbar sind. Wenn dann zum Beispiel auch noch so ein Sharing-Ansatz dazu kommt, dass wir also nicht mehr von privaten Pkw ausgehen, sondern von Carsharing-Fahrzeugen, die von mehreren Nutzern gleichzeitig oder nacheinander genutzt werden. Sowas machen wir in der Tat. Und dann natürlich beziehen wir auch noch öffentliche Verkehrsmittel ein, aber wir denken ja immer so ein bisschen in die Zukunft am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gehen halt davon aus, dass diese öffentlichen Verkehrsmittel dann so gestaltet sind, wie ich es vorhin versucht habe zu erklären, so ein Ride-Pooling-System, so ein On-Demand-Shuttle, bei dem also unterschiedliche Fahrtwünsche miteinander kombiniert werden, was eben nicht Fahrplan- und Linienbasiert ist. Solche Szenarien gibt es dann auch und die vergleichen wir dann natürlich miteinander. Und eine besonders interessante Fragestellung ist natürlich, ob wir so ein Break-Even finden, also das heißt so ein Punkt, an dem sich sozusagen dieses Ergebnis umdreht zwischen zum Beispiel den Emissionen und der Fahrzeit, die man braucht, um einen Parkplatz am Straßenrand zu finden. Dieses Wohngebiet, was wir gewählt haben, das ist dadurch bekannt, dass es einen sehr hohen Parkdruck hat. Das heißt, man fährt eine Viertelstunde um den Block abends, um einen Parkplatz zu suchen. Dadurch wird Verkehr erzeugt, dadurch werden Emissionen erzeugt aus Verkehrssicherheitssicht. Das ist auch nicht so ganz optimal. Aber wenn wir von diesem Szenario ausgehen, wo wir eine Quartiersgarage haben, die an einem zentralen Ort ist, oder auch wenn es mehrere in diesem Wohngebiet sind, dann weiß man zwar sicher, da kann man hinfahren, da findet man einen Parkplatz, geht vielleicht schneller, aber man hat ja auch diesen Zufahrtsweg. Auch da wird wieder Verkehr erzeugt, Emissionen und so weiter. Und da versuchen wir halt so eine Balance zu finden oder zu gucken, ab wann sich das lohnen würde. Und in der Forschung, in der Wissenschaft haben wir ja immer im Sinne, reproduzierbare und übertragbare Ergebnisse zu generieren. Das heißt, wir machen das nicht nur für diesen Stadtteil, für dieses Wohngebiet in Braunschweig, sondern wir haben eigentlich die Hoffnung, dass sich das dann auch übertragen lässt auf andere Untersuchungsräume, auf andere Wohngebiete. Und da erhoffe ich mir doch ganz gute Erkenntnisse, die wir dann auch nutzen können in der zukünftigen Gestaltung unserer Quartiere. Berlin hat ja im Städteverkehr das Ziel, bis 25, im Innenstadtbereich 25% des Verkehrs nur mit Pkw zu machen. Und einer der wichtigsten Instrumente dabei ist die Zahl der Parkplätze. Das heißt, jedes Jahr werden Parkplätze und Spuren weggenommen. Gibt es sowas in Hamburg auch, so einen Plan, so ein Ziel? Also wir haben ja gerade gesagt, dass wir in diesem Jahr 800 Parkplätze, im nächsten Jahr nochmal 800 Parkplätze wegnehmen. Gleichzeitig machen wir Folgendes, wir bauen ja das Anwohnerparken entsprechend auch aus, das Bewohnerparken. Wir sind jetzt Hamburg war da traditionell immer zurück, insbesondere in den süddeutschen Städten. Hat sich jetzt aber im Vergleich zu den anderen großen deutschen Städten, also damit meintlich namentlich München, Köln und Berlin, geändert. Und wir werden in einer großen Schrittigkeit weitere Bewohnerparkgebiete ausweisen, um sie dann eben entsprechend auch den ruhenden Verkehr, das ist ja
Das eine ist ja, Sie haben einen Parkplatz, das andere ist, da parken auch noch ganz viele andere Autos. Das sind dann die illegalen Parkplätze. So. Und das kriegen wir überhaupt in den Griff, indem wir den Parkraum bewirtschaften und ihn damit auch kontrollieren können und damit auch das Personal einstellen, um es auch tatsächlich zu machen. Aber auch da sind weitere Änderungen in der Straßenverkehrsordnung und weiteren Gesetzen notwendig, um das noch ein bisschen effizienter machen zu können. Jürgen, in den ganzen, in den ganzen Klagen, die wir geführt haben, haben das Thema Parken eine ganz große Rolle gespielt. Was waren die Argumente, dass nicht gelaufen ist? Warum haben die Kommunen nicht den Ansatz, der eben gesagt worden ist, nicht umgesetzt? Warum mussten sie gezwungen werden, über die Gerichte diese Maßnahmen durchzusetzen? Ja, ich würde einfach mal sagen, weil die Automobilindustrie hier eine ganz massive Lobbyarbeit leistet, auf Bundespolitiker, bei Landespolitiker, aber auch in vielen Städten. Und es einfach einen gewissen Mut auch bedurft, hier dagegen zu halten. Wenn wir Tübingen sehen, was Boris Palmer geschafft hat, es ist natürlich jetzt im Vergleich zu Hamburg nur eine Mittelstadt. Ich war vor kurzem mal wieder da. Da ist das Auto tatsächlich so weit zurückgedrängt, wie man sich das vorstellt. Und ich glaube einfach, wir brauchen mehr Mut, den Bürgern klarzumachen, dass die höheren Gebühren in der Parkraumbewirtschaftung, und da, deswegen war das gerade noch meine Frage, wie hoch sind denn die geplanten Gebühren in Hamburg? Werden die 360 Euro ausgeschöpft? Aber wenn man gleichzeitig eben dann ein Angebot macht für den öffentlichen Nahverkehr, dann glauben wir, dass das genauso angenommen wird wie in Wien, wie in Zürich, Kopenhagen und Amsterdam, nur um jetzt mal die vier Kernstädte zu nennen. So, jeder kriegt jetzt noch, habe gerade eine Minute, jeder noch eine Minute. So. Ja, dann nutze ich die, um die Frage zu beantworten. Sorry. Die Anwohnerparkgebühren haben wir als erste Stadt in Deutschland verdoppelt, nachdem man das durfte, nämlich von 25 auf 50 Euro. Aber der entscheidende Punkt, um es auch klar zu sagen, in meiner Konzeption ist, dass wir das Anwohnerparken überhaupt ausbauen. Weil nämlich man muss auch mal sehen, dass die bewirtschaftete Fläche in Hamburg, was den Straßenraum angeht, je nachdem, wie man das misst, irgendwo zwischen 15% und 18% liegt. In Wien liegt die bei über 30%. Und das ist sozusagen die andere Fragestellung, die man sich stellt. Was ist eigentlich wichtiger? Ist es wichtiger, jetzt besonders plakativ hohe Gebühren zu haben, oder ist es wichtiger, überhaupt in die Bewirtschaftung der Fläche zu kommen? Und die rechtlichen Grundlagen in Deutschland sehen so vor, dass wir dafür die Anwohner und Bewohner auch befragen müssen. Und dafür muss es dann auch eine gewisse Akzeptanz geben. Eine Minute. Ja, das finde ich gut, dass ich noch eine Minute habe, um was loszuwerden. Wir haben über unterschiedliche Verkehrsmittel gesprochen und ich möchte noch mal in Erinnerung rufen, dass es ja nicht so ist, dass wir unterschiedliche Verkehrsmittel gegeneinander ausspielen sollten, weil niemand von uns ist nur Autofahrer, nur Radfahrer. Wir sind alle zwischendrin irgendwie mal beides und Fußgänger sind wir sowieso immer alle. Und deswegen sollten wir zukünftig dafür sorgen, Verkehrssysteme zu entwickeln, die integriert sind und wo sich nicht unterschiedliche Verkehrsteilnehmer gegenseitig kannibalisieren oder dass es Konflikte gibt dazwischen. Außerdem ist noch zu sagen, die meisten Verkehrsmittel, also gerade wenn man so ans Fahrrad denkt oder an die öffentlichen Verkehrsmittel, sind halt Kombinationsverkehrsmittel. Also viele Leute, die im Sommer gerne mit dem Fahrrad fahren, die sind doch ganz froh, dass es im Winter die Öffis gibt oder wenn es mal regnet oder wenn man mal viel zu schleppen hat oder so. Auch das sollte immer noch mitbedacht werden. Das war die Minute. Das war schon die Minute, schade. Ja, okay. Ja. Jürgen, eine Minute für dich noch. In 4 Tagen wird die Weltgesundheitsorganisation die neuen Grenzwerte für NO2, für Partikel bekannt geben. Die EU-Kommission hat schon angekündigt, dass sehr schnell diese Werte umgesetzt werden sollen. Meine Hoffnung und meine auch Forderung an Hamburg, an andere Städte ist, dass wir dieses Mal ein Vorerfüllen der gesetzlichen Werte erleben. Das heißt, in dem Moment, in dem sich die WHO äußert und sagt, diese Werte müssen unterschritten werden, dass dies die neue Zielgröße ist. Und das heißt für mich, wir müssen unter 20% motorisierte Individualmobilität kommen. Also selbst die 25% von Hamburg, von Berlin im Jahr 2030 ist einfach zu wenig und Zürich macht es schon. Und mein Ziel wäre, dass wir in Deutschland eine Halbierung von Autoverkehren in den Städten erreichen.
Okay. Vielen Dank. Ich danke allen, die teilgenommen an der Diskussion. Es war, glaube ich, eine spannende Diskussion. Wir haben wirklich interessante Einblicke bekommen. Und wie gesagt, ich sage einfach, Mobilität ist die Frage der Zukunft. Und wenn wir die nicht lösen, werden wir nicht gut leben. Und deswegen haben wir auch an die ganzen Parteien appelliert in Berlin, setzen Sie das Mobilitätsgesetz um. Weil die Dinge, die wir alle angesprochen haben, hat dieses Gesetz, der Entwurf, alles schon beinhaltet. Also deswegen glaube ich einfach, dass wir hier eine Chance haben, was neu zu machen, komplett neu zu machen. Und ich hoffe, dass alle mitmachen. Ich danke euch, wünsche euch noch einen schönen Tag. In 15 Minuten bin ich wieder hier. Tschüss.